auch der offizielle Teil darf an so einem top organisierten Event natürlich nicht zu kurz kommen. Der Gemeindepräsident Benny Krismer hat am Triathlon einen ganz besonderen Ehrengast willkommen geheissen. Ihnen, Frau Spierig, auch im Namen der Gemeinde Wallisellen und dem Gemeinderat von Wallisellen nochmal herzliche Gratulation. Es gibt kaum etwas, wo jemand, der in der Öffentlichkeit schaut, so freut, wenn jemand so viel Erfolg hat, wie Sie es jetzt gehabt haben. Alles Gute für die Zukunft und danke vielmals, sind Sie auf Wallisellen gekommen. Nicola Spierig, Sie sind da Ehrengast beim Glatt Wallisellen Triathlon. Was ist Ihr Eindruck von diesem Anlass? Ja, super. Es ist ganz lässig, dass in der Region ein Triathlon so organisiert wird. Es ist wunderschönes Wetter heute. Also ich hätte selber Lust, mitzumachen. Sie haben es gerade ein bisschen angesprochen. Sie haben ja wegen der Babypause jetzt gerade ein bisschen auch Wettkampfpause. Wann geht es wieder los mit dem Training und Wettkampf? Training ist schon gleich. Training ist schon ein bisschen losgegangen. Wettkampf habe ich mir keinen Termin vorgenommen, sondern ich will zuerst eigentlich wieder fit werden und hoffe dann, dass so gegen Ende Jahr etwas möglich ist. Aber eben dort habe ich keinen festen Plan, wie das dann aussieht. Kribbelt es dann schon? Zum Trainieren ja, auf jeden Fall. Eben, besonders wenn es so schön Wetter ist, ist es natürlich lässig, wenn man wieder rausgehen kann trainieren. Und da freue ich mich jetzt auch drauf. Wettkampfmässig, wenn ich starte, dann werde ich fit starten. Von dem her, und das bin ich noch nicht, aber ich freue mich schon wieder auf die nächsten Wettkämpfe. Ja. Wie gesagt, Sie haben jetzt Babypause gehabt. Ist man da jetzt viel hinten drin, wieder, wenn man einsteigt? Oder wie muss man sich das vorstellen? Was hat das für einen Einfluss? Gut, das ist doch ein bisschen früh zu fragen, das sehe ich dann. Aber es gibt ja viele, oder es gibt einige Spitzenathleten in der Schweiz, die gezeigt haben, dass es durchaus möglich ist, nach einer Babypause wieder top zu werden. Und ich denke, es ist auch eine Frage von der Organisation. Der Kleine und ich müssen uns beide ein bisschen daran gewöhnen und uns ein bisschen einspielen lassen. Aber ich fühle mich gut, ich habe kein Problem gehabt und von dem her freue ich mich jetzt, um wieder fit zu werden. Also zum Beispiel für nächstes Jahr, also vielleicht mal im Glattwalliseller Triathlon mitmachen? Ja, wer weiß. Bis jetzt bin ich eben viel wirklich im Trainingslager gewesen um diese Zeit. Ich denke, mit dem Kind werde ich viel mehr in der Schweiz sein und es könnte durchaus sein, dass ich nächstes Jahr im Glattwalliseller Triathlon wird starten. Grosses Ziel für nächstes Jahr ist die Leichtathletik-Europameisterschaft in Zürich. Das reizt mich extrem, das finde ich sehr, sehr spannend, zum im Laufen Akzent setzen und das als Ziel zu haben.